Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report hier. Ja, wir machen jetzt mal ganz kurz einen Ausflug zu Phyllis und Dr. Xu. Dr. Xu hat sich nämlich einen Pilz eintopfen mit Fleisch. Den hätte ich eh nicht geheiratet, er ist kein Vegetarier. Emily denke ich auch nicht, dass sie Vegetarierin ist, aber man kann ja hoffen. Ja. Auf jeden Fall kriegt ihr jetzt einen Pilz eintopfen mit Fleisch und wir müssen Phyllis befragen, was sie denn von Shampoo hält. Weil irgendwie Sanva hat so ein Shampoo aus Scheiße scheinbar angerührt und möchte jetzt wissen, wie er den Geruch verbessert. Und alle sagen, boah, ja, Shampoo kenne ich. Ja, Shampoo, ja, Geruch, aber ich kenne Shampoo, Vielleicht hat also Phyllis einen Rat für uns. Ah, ich kann mir keinen eleganteren Duft vorstellen als von Aroma-Apfeln, ganz natürlich und überraschend verlockend. Das Letzte, was ich brauche, sind die Leute, die künstlichen Geruch in der Klinik verströmen. Empfinde ich nur so, dass... Was? Warum stehen alle auf einmal auf Liuba? Das ist so richtig so... Warum stehe ich auf einen dicken, fetten, pupsen Heini, der in der 7-fache Ausfertigung hier existiert? So, wir haben die Antwort für Sanva. Der Dr. Xu war jetzt leider nicht da und wir müssen jetzt aber spielen mit Kiwa, sonst ist der kleine, dicke, pupsende Heini ein bisschen verunsichert. Also müssen wir jetzt, glaube ich, heimgehen. Vielleicht treffen wir auf dem Weg ja Xu oder Mars oder gehen jetzt einfach extra so rechts, links runter und hoffen dann einfach pünktlich zu unserem Date zu kommen, weil wir mit den Töff-Töff fahren. Also... Dann einmal zu Mars. Was ist denn der gute Mars? Ah, kannst du bitte nicht ein Treppengeländer festhängen? So, Mars, ich habe was für dich. Damit rechnest du jetzt nicht, aber ich hab's einfach. Und zwar kriegst du einen Kugelfischentopf. 20 Freundschaft. Geil. Dr. Xu ist scheinbar im Museum gerade unterwegs. Okay. Dann besuchen wir dann später und gehen jetzt ganz schnell zu unserem Date. Zu Sanva gehen wir dann auch später. Der sollte ja noch ein bisschen geöffnet haben. Ja, dann Natural Life. Erstmal so mit Kiwa ein bisschen fressen gehen. Und ja, dann mal schauen. Ich hoffe, der sagt uns, was er zum Essen will, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Sachen auf mein Handy habe mit Kiwa. So, hallo Kiwa. Hey. Spielen beginnen. Wie wär's mit der Tafelrunde? Ja, super Vorschlag. Go, go, go. Ach, mein Angestellter hüpft da so brav durch die Gegend. Ich habe ihm extra ja Samen also in der letzten Folge gegeben, dass er noch mehr anpflanzen kann. Ich bin zur Zeit so pflanzenverrückt. Nee, keine Ahnung. Zum Beispiel Salat brauche ich zum Kochen und wenn wir keinen Salat mehr haben, wäre das halt scheiße. Und ja. Albert ist auch hier. Schön. Und Chango ist hier. Okay, Chango gehört das Ding. Round Table. Okay, wir gehen mal an den runden Tisch. Na du? Boy. Von dem Duft hier drin läuft mir das Wasser. Ja, das sagt irgendwie jeder. Bestimmt an meinen coolen Kacke-Shampoo. Ich liebe das Angeln und esse gerne Fisch. Ich habe überall, wo ich war, Fisch probiert. Boah, das ist der Beste. Schön, hast wahrscheinlich auch du gefangen und deswegen ist es so geil. Ich mag Fisch und Meeresfrüchte, die sind immer so frisch. Cool, ich glaube, wir müssen für ihn was mit Fisch bestellen. Dann liest du deine Arbeit. Ich esse sehr viel Fisch, wenn man Fischshop nennen kann. Ich handle auch mit meinen Fischen. Mein Leben ist einfach effizient, wenn ich so sagen darf. Ja. Ja, dann bestellen wir etwas. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Das Essen hier ist wirklich super. Ich hätte gerne einen knusprigen Pfannkuchen. Boah, Pfannkuchen wäre auch geil. Boah, Pfannkuchen wäre richtig, richtig geil. Cremige Nudeln mit Schinken und Spaghetti. So, dann schauen wir mal, was möchtest du jetzt als für ein Kack? Also einmal möchtest du einen knusprigen Pfannkuchen. Den hätte ich tatsächlich auch gerne, einen knusprigen Pfannkuchen oder halt Gesamtpfannkuchen. Boah, Pfannkuchen. Cremige Nudeln mit Schinken, das hört sich ein bisschen widerlich an. Cremige Nudeln mit Schinken. Das hört sich ein bisschen an wie Spaghetti Carbonara mit totem Tier halt drauf. Spaghetti mit scharfer Soße. Wo ist es dann? Pikantgewürz der Rüppchen. Irgendwie bestellt der Fall jetzt halt nicht so Fisch. Nein, bitte Melonensaft. Das ist auch so bäh. Ich habe einmal so, so ein
wie heißt es jetzt, Tonic Water getrunken in Kroatien im Urlaub und das ist halt echt widerlich. Also keine Ahnung, ich bin so, ich hasse bitteres Essen. Wow, alle meine Live-Friends, du hast wirklich aus mir gefällt, du hast es mir gesagt, Bro. Was machen wir jetzt? Wir gehen. Was sollte man sonst mit einem Typ machen, der Boy am Kopf stehen hat? Nichts. Man kann mit denen absolut gar nichts machen. Wir gehen jetzt am Baum und reden mit ihnen. Und scheinbar haben wir kein Ding, was Dr. Xu gefällt in unserem Museum. Sonst hätten wir jetzt Freundschaft mit ihnen bekommen. Das wäre echt geil. Wir müssen unser Museum ausbauen. Wir brauchen alle Relikte. 37 Punkte haben wir mit ihnen. Ich hätte gern, ja, im Moment hätte er so ungefähr 12 Punkte würde bekommen. Ich hätte schon so gerne mindestens 20. Also hier, Baum. Wo bleibst du, dickes Ding? Hätte nur noch mit so einer komischen gestreiften Hose. Der sieht so seltsam aus. Sicher, klar, dass du von Renn hierher K.O. bist. Erstmal blau. Dann. Ich liebe das Angeln, Alter. Wenn der mich noch mehr über Angeln zulabert, fängt der sich gleich selber eine. Ja, du bist der beste Fischer der Stadt. Ja, Mann, meine Technik ist legendär. Legendär, sage ich dir. Alter, das ist so jemand, mit dem man kein Date haben will. Also kannst du gut gehen. Es hört sich an, als wenn wir ihn seine Angelplätze abschwatzen wollen. Okay, dann gehen wir jetzt mit ihm wippen. Wippen funktioniert nämlich besser als schaukeln. Komm her, kommst du her? Bei Fuß. Dickes lila Ding. Wippen. Okay, jetzt muss ich da unten kommen zum Balken. Ach ja, Space muss ich halten und dann. Ah. Okay. Ich muss Space in den richtigen Moment loslassen. So jetzt. Oh, das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, scheiße. Läuft nicht so cool. Aber wir haben noch Zeit. So, das war ja schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mein Fauxpas von vorhin wieder einholen. Das ist nicht so cool. Hilfe, viel zu hoch. Das war doch nicht viel zu hoch. Das war genau drin. Die kriegt da Minuspunkte fürs Wippen. Ganz Geld fürs Essen. Sonst war viel zu hoch. Beschwer dich nicht. Ah, dann könnten wir uns noch ganz kurz ein Steam Award holen. Und zwar den hier. Okay, das war langweilig. Ja, cool. Schaukeln. Ich glaube, dafür braucht man 3 Punkte. Ich weiß nicht, was ich für 2 Punkte mit dem machen soll. Dart spielen. Nee, komm, wir beenden das Date. Du bist scheiße. Spielzeit beenden. 12 Punkte. Ja, heul nicht. So, dann besuchen wir einmal den guten Sanwa. Für den sollten wir jetzt die Lösung haben. Und dann suchen wir noch den Dr. Xu und da müssen wir in die Wüste von einem Spinnen zu killen. Ganz viele Spinnen. Hi. Hervorragend. Und nun basierend auf der Marktforschung brauchen wir noch wohl Tee, frische Blumen und einen Aromaapfel auf diese Weise, ja. Ich habe einen Aroma-Apfel. Tee habe ich zufällig gerade auch dabei, aber Rosen habe ich nicht. Die darf ich jetzt von der anderen kaufen. Warum sollte ich auch Rosen haben, ganz ehrlich? Sanwa, du machst mich fertig. So, jetzt, ich hoffe, dass die noch da ist und nicht, dass der Laden schon zu hat. Shampoo hat einen anderen Namen, ganz ehrlich. Was für ein Kack ist denn das? So. Boah, Alice, dein Laden funktioniert super. Ich muss Rosen kaufen. Alter, einfach nur eine Abzocke ist das hier. So, jetzt wollen wir noch einen Aroma-Apfel. Das heißt, ich suche mir jetzt einen Apfelbaum und trete dagegen, bevor ich da in meinen Kisten ewig lang rumsuche, haue ich lieber einen Baum kaputt. Jetzt hat der Higgins vielleicht einen Barren für uns da drin liegen. Nein, schade. So. Hier. Baum mit Äpfeln. Bitte komm dein Aroma-Apfel runter. Danke. So, da treten wir jetzt ungefähr 200 Mal dagegen, dass unsere ganze Energie weg ist. Aber nur um einen scheiß Aroma-Apfel für den Deppen da zu kriegen. Okay, wir haben einen normalen Apfel bekommen.
Oh, was Besseres. Noch ein. Geil. Boah, da hätte ich echt heimlaufen können und den suchen können. Wenn ich gewusst hätte, dass hier nur so einen Schmarrn runterkommt. Wenn nicht mal irgendwie so ein Aroma-Apfel, sondern gleich gar keiner. Alter. Bringst du mehr? Ich trete jetzt dreimal dagegen. Und wenn der nichts wirft, also kein Aroma-Apfel, werde ich heim. So, war das ein Aroma-Apfel? Nein. Ja. Gut. So, dann wirst du jetzt zu Tode getrieben, ganz ehrlich. Aber ich würde einfach mal sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Report hier. Bis dahin. Tschüss.